Wir wurden wirklich offiziell abgezogen, Leute. Das ist eine Frechheit, wirklich. Das ist Vergiftung. Ach so, nein, nein, nein. Einer der schlechtesten Döner, die ich in meinem Leben gegessen habe. Das muss man sagen. Mike, machst du knicki-knacki mit den Ladies? Auf jeden Fall. Ja. Moin Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir sind auf der Reeperbahn, wir machen eine Kiestour bei Nacht. Ich habe hier gerade die Herbertstraße im Hintergrund. Ich wurde gerade schon angemotzt, weil hier standen gerade Frauen im Hintergrund. Die kamen dann, oh, kannst du bitte die Aufnahme löschen? Also hier sind wilde Zeiten. Wir haben eine besondere Mission. Wir werden heute uns einfach mal durch die Gegend snacken. Mit so dem kleinen Hintergrund. Alle fragen sich, wird man hier, also ich habe mir so gedacht, wenn ich hier fressen gehe, gerade nachts am Wochenende, heute haben wir Samstag übrigens, da wirst du doch bestimmt abgezogen. Da schmeckt alles Hölle Kacke, weil alle besoffen sind und denen angedreht werden kann, was sie wollen. Wir werden das jetzt machen. Wir gehen jetzt rein und werden einfach mal wild was snacken. Ich habe noch keinen Plan was. Viel Spaß im Video. Wir haben erstmal einen schönen Talk mit zwei, ja, wie soll ich sagen, käuflich erwerbbaren Frauen gehabt. Sag ich das falsch, Jungs? Ich filme mich selber, ja, ja. Du kannst nur drauf, ja? Hallo! Hi, weil es geht. Kannst du uns einen Essenstipp geben? Wir wollen was Geiles essen jetzt hier in der Gegend. Nee. Willst du mit auf Foodtour? Kommst du mit? Nee, ich bin hier drin. Ich saufe einfach. Ach, du saufst jetzt einfach. Weil 6 Bier ist auch eine Mahlzeit, weißt du? Kurze Frage auch noch. Wirst du heute abgeschleppt noch? Alles kann, nichts muss. Nein. Mach's gut, Cassie. Ciao, ciao. Na klar, die können wir machen. Alles gut, Jungs. Seid ihr ordentlich am Zechen hier heute, ja? Habt ihr gerade angeguckt? Ja, ein paar, aber nichts. Ja, ja, weil ihr gerade auf der Herbertstraße. So, hier ist wild, wild, wild. Wir werden direkt angesprochen hier, ob wir knicki-knacki machen wollen mit den sexy Ladies. Aber wir machen kein knicki-knacki, ne? Nee. Mike, machst du knicki-knacki mit den Ladies? Auf jeden Fall. Ja, also, dafür sind wir hier, sagt er. Das stimmt nicht, ey. Ja, also, das geht schon wieder wild hier los, ey. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann haut's in die Kommentare und lasst den Daumen oben glühen, ey. Dann mache ich mal öfter so eine verrückten Sachen. Und Santa Pauli ist auch am Status. Santa Pauli, das ist so ein, ja, aufreizender Weihnachtsmarkt. Jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade schlau ausgedrückt, aber ein bisschen auf freizügig St. Pauli-Art halt. Okay, wo geht's jetzt als erstes rein, ey? Döner Factory. Das wäre zu einfach, ne? Also ich verspreche euch, Leute, wir essen nachher auch noch einen Döner. Aber das wird es nicht am Anfang jetzt geben. Wir haben Burger. Burger und Nudelhaus. Wer kombiniert denn das, ey? Scheiß drauf, wir essen das jetzt einfach. Geil, wir sind hier direkt eingeladen zu filmen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also man sagt ja auch so, auf dem Kiez am Wochenende ist Gefahr hoch, dass man richtig Schrott bekommt, ne? Also hätte man Angst auch wahrscheinlich, wenn man hier längs geht, weiß man erstmal nicht, was abgeht. Aber da waren eben Jungs draußen, die haben gesagt, ihr macht hier guten Scheiß. Was? Ja? Da ist schon wieder blindes Verständnis. Also das darf natürlich nicht fehlen, hier ein schöner Burger. Cheeseburger, 6,40, ey. Also seid mal ganz ehrlich, das ist schon mächtig guter Preis. Jetzt hier der Laden, ganz entspannt, klein, klein, clean, clean. Ich würde einen Cheeseburger nehmen, mein Lieber. Oh, guck mal hier. Die sehen nicht schlecht aus, ey. Activate. Oh, jetzt fetze ich mir gerade das so rein. Ich voll auf Vollsucht. Wer mich kennt, weiß ja, früher war ich immer voll unterwegs, auch feiern und allen möglichen anderen Kram auch. Ja, so richtig schlimm auch. Aber auf Vollsucht hat immer alles krass geschmeckt. Dann bin ich hier auf Vollsucht, gehe rein und stelle mir vor, jetzt fetze ich so einen Burger. Und das sah wirklich fresh aus. Es könnte was werden, ey. Oha, da ist unser Essen schon da. Pommes gehen durch. Also ganz ehrlich, für Hamburger Kiez-Verhältnisse, besser gesagt für das, was ich hier erwarten würde, geht das vollkommen klar. Der hat sogar das Ding Medium hingekriegt. Es ist natürlich jetzt hier mit Kamera und allem. Aber das als Vollsuft-Burger, Leute, ist das schon Granatenburger. Also für den Preis, wirklich für den Preis. Ne? Aber du hast eine harte Kruste, du hast irgendwie so diese gewissen Hausgemacht-Vibe, Tomate drauf, Standard-Gurken, Zwiebeln, dick, alles ein bisschen rustikal. Irgendwie auch so eine Standard-Burger-Soße, sag ich mal. Todesharte Kruste auf dem Patty. Das geht wirklich voll klar, Leute. Der Burger ist durchweg solide. Du hast keine krassen Trumpfmomente, wo du jetzt sagst, oh, die Röstung oder die Soßen oder das Bun oder irgendwas trumpft hart raus, sodass du sagst, oh Leute, rennt alle hier hin, esst den Burger. Aber gerade durch den Preis, Leute, würde ich sogar sagen, das ist eine Empfehlung, ey. Nicht nur sogar, sondern für den Preis ist das eine Empfehlung. Preis ausgenommen würde ich so 7 von 10 geben. Wirklich grundsolider Burger, aber mit dem Preis bin ich einfach nicht geübt, so einen Preis mit einzubeziehen. Aber ich würde da sogar über eine 8 geben. Grundsolide. Hier nochmal die Nuggets von den Jungs. Unabhängig von Sucht oder nicht, kann man gut machen hier. Wir gehen zum Spot Nummer 2. Gut, Chef. Also, ich bin echt überrascht. Ich dachte hier wegen Kiez und alle besoffen und so. Ja, schmeckt nicht. Schmeckt nicht. Aber ich habe gesagt, ob besoffen oder nicht, gerade für den Preis, echt eine Empfehlung. Wirklich. Wir machen immer frisch.
ob die besoffen oder nicht. Also du machst also nicht, du siehst einen, der ist besoffen, gibst du Fleisch von gestern. Fleisch von gestern, einfach raus. Da geht das nicht. Nee, nicht, ne? Also immer frisch sein. So, also echt wild hier, ey. Vor allem, Leute, ich treffe so viele aus der Community hier. Kuss geht raus an alle, ich freue mich immer, wenn ihr mich ansprecht. Es kommen jetzt auch so Dinger, ne? Denkt jetzt nicht, ich gehe nur auf Läden mit Ansage und hier bestell und die wissen, dass es für mich ist. Wir gehen auch gleich Dinger, die ziehen die Kollegen raus und gerade so die Stände hier, wo du aus dem Fenster raus was kaufen kannst. Kannst du Besoffenen gleich machen, Olli? Gehst du an irgendein Fenster, machst du auf Besoffenen und sagst, ich will Pizza. Soll ich probieren? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das faken kann. Ja, du machst so ein bisschen so, Mike auch, hier machst du ein bisschen auf Besoffen, dass man denkt, euch könnte man jetzt richtig schön abziehen. Ich kann auch kurz zum Kiosk gehen und das Ganze in real machen. Ja, komm, Jungs, ich hab einen Plan, ey. Wir gehen mal hier rüber. Sogar hier gibt es jetzt auch noch UFO-Döner, Leute, ey. Guck mal, der breitet sich echt maximal aus. Holy Taco werden wir gleich auch noch probieren. Da ist auch gut was los. Gut, das heißt nichts auf der Reeperbahn um die Uhrzeit. Aber egal. Wir sind hier gerade auf der Suche nach so einem Außerhausverkauf. So, okay, hier ist ein Hotdog. Holt ihr da einen Hotdog raus? Ja. Ich will jetzt mal gucken, ey. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich habe 20 Jahre keinen Hotdog gegessen. Ich muss es davor sagen, aber ich hau natürlich trotzdem einfach raus, wie es mir schmeckt. Ohne da jetzt die riesen Erfahrung zu haben. Das will ich damit sagen. Ich will die mal googeln. Oh, 4,8 Bewertung. Verrückter Scheiß, ey. Gucken wir mal, was uns erwartet. Der Kiezpenny, der legendäre. Und da kommt mein Olli. Olli! Okay, mit so einem Brioche-Band. Guck mal hier, ey. Das sieht echt gut aus, ne, Jungs? Ja, das sieht wirklich gut aus. Zwei Würste sind da. Ich krieg die Double Penetration. Ja, jetzt krieg ich die Double Penetration. Guck, dann schiebe ich einmal raus und schieb mir gleich einen rein. Ich sage euch ehrlich, lecker. Diese Kids-Food-Tour bisher läuft ganz anders als gedacht. Auch das Ding ist wirklich fresh. Schöne, feine Kruste hier. Der ganz normale Hotdog-Taste, wie man ihn kennt. Zwiebeln, Wurst, Gurken, Ketchup, Senf. Aber ein gut, ne? Also nicht irgendwie, dass ich denke, oh, haben sie nicht gut gemacht, sondern sehr gut gemacht. Saftig, weiches Brioche, schön fettig. Merkst du richtig die einzelnen Schichten, aber trotzdem sie weich wie. Oh, manchmal, wenn man so ein Croissant hat von innen, nur noch ein bisschen fett durchzogener. Also kann ich nur von schwärmen, ey. Also wirklich von Hotdog. Wohlgemerkt, ohne dass ich oft Hotdogs esse, hau ich trotzdem mal einfach eine Bewertung raus, hätte ich eine 8,5 gegeben. Das ist echt schon ein gutes Ding, Mann. Wir snacken weg und dann gucken wir mal, ob wir noch abgezogen werden gleich. Und damit heute noch schön viel reingeht, werden jetzt die Jungs außer Regie, wollte ich gerade sagen. Völlig übertrieben Ausdruck. Die Jungs hinter der Cam werden jetzt mal eben snacken noch. Schmackofatz. Schlecker, lecker. Was ist der Plan heute Abend? Was geht auf dem Kiez noch? Boah, nicht viel, ne? Wir waren gerade ein paar Bars unterwegs, aber sonst. Ja. Lass mal jetzt ein bisschen entspannt was trinken, ein bisschen Karten spielen und dann geht's richtig ab. Dann okay. Tanzen wir richtig ab. Eskaliert ihr noch heute? Ja, safe. Die Jungs wollten noch einmal, ich habe die eben gefragt, Feedback geben. Hotdog Station kennt ihr auch, ist irgendwie ein bekannter Laden, habe ich als Rückwirkung. Ja, immer hier. Gemerkt, ne? Ist immer gut. Habt ihr euch Doppelschwanz auch gegeben? Nein. Immer. Doppelwurst. Okay, danke, Jungs. Alles aber Sternchen. War echt gut, ey. Hätte ich nicht gedacht, wirklich. Guck mal, wie die hier belegen, ey. Guck mal, hier sowas gibt's da auch. Wirklich stark, ey. Jetzt will ich einmal Tacos. Danach werden wir abgezogen. Ich verspreche es euch, wir werden noch einmal heute mindestens abgezogen. Da ist sie wieder. Da seid ihr ja wieder. Jetzt gehen wir Tacos essen. Was macht deine Miezekatze? Meine Miezekatze, die geht noch. Kannst du einmal reinsprechen, um zu gucken, ob die geht noch? Miau. Wir sind die ganze Zeit am Fressen, ja. Zeig mal. Das Zeit merkt man nicht hier. Keine Ahnung. Nein, ich meine nicht. Nein, Mann. Hi, Ingo. Holle, Ingo. Ist mir egal, Ingo. Ihr seid gut dabei heute, ey. Das freut mich. Wo geht's jetzt hin? Kommen wir jetzt ins Fernsehen? YouTube, wenn ihr wollt nur, aber sonst nicht. Außer er schlägt mich gleich, dann nicht. Ich hab nichts gemacht. Es muss doch Security. Ah, ist das, ne? Ja, ehrlich. Wollt ihr alle ins Video? Ja. Ihr seid nicht minderjährig, oder? Nein. Wirklich nicht? Nein. Okay, gut. Ja, sehr gut. Ciao, tschüss, mach's gut. Wo geht's jetzt hin, Mädels? Santa Pauli und danach dann. Okay, vorglühen und dann wird richtig Party gemacht. Seid ihr auch auf Männersuche heute für den Abend? Wir schauen dir auch. Wir schauen mal, was auf uns zukommt. Also, wenn ihr abgeschleppt werdet, sagt ihr nicht nein. Nee, sagen Sie. Sind wir an Tacos vorbei schon? Nee, die Tacos kommen da vorne. Die kommen da vorne, okay, ja, da sind sie da vorne. Oh, das ist ein wildes Video, Leute. Haben wir ja noch nie sowas gemacht. Bin auch bereit für Tour 2, wenn ihr wollt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Holy Tacos. Holy shit. Müssen wir mal gucken, ey. Wir werden platziert, steht hier. Nur Kartenzahlung möglich, das begrüßen wir doch. Hast du schon mal Start seinen Nacken vorbei gemacht? Natürlich nicht.
Küche ist schon geschlossen, ey, schade. Und wir kriegen jetzt, wir sehen meine Haare los. Was ist hier los, Oliver? Warum sagst du nichts? Und wir nehmen jetzt einfach irgendwas, haben wir gesagt, was übrig ist. Ich schmier dir jetzt ein Brot. Butterbrot. So, also, leider gibt's hier nichts, also werden wir jetzt wieder woanders hingehen. Ja. Wird heute gesoffen, Jungs? Ja, 100%. Ja. 100%. Könnt ihr das exen jetzt für uns? Oh, geil, Junge. Was geht heute noch? Was ist nächstes Ziel? Trinken. Trinken. Und nochmal ins Laufhaus. Ah, besser, Mann. Nur gucken oder auch anfassen? Beides. Ja, stark. Knallhart ehrlich gewesen, der Mann. Das ist schon wild, ey. Wie lange das her ist, dass ich zu dieser Uhrzeit auf dem Kiez war in Hamburg? Früher wäre ich ja voll auf Besowski denn hier. Nüchtern alle wahrzunehmen, wie die hier jetzt sind um die Uhrzeit, ist schon wirklich eine bereichernde Erfahrung. Wir sind hier zwar zum Video machen, aber irgendwie ist es wie eine Männertour heute Abend so. Nur, dass wir alle uns nicht die Hucke vollhauen. Aber, nee, also ich sowieso nicht, aber es bringt sau Spaß, ehrlich. Wisst ihr, was ich jetzt noch sage? Hier müssen wir einen Adana auf die Hand im Dürrenbrot snacken, ey. Adana sind wir gut rumgekommen, beziehungsweise Hackspieß, und guck mal, ob der bockt jetzt hier. Assalamu alaikum. Hi, mein Lieber. Darf ich filmen für YouTube ist? Perfekt. Wir wollten heute machen Kids-Futur. Wir wollen ein Adana in Brot essen. Adana, ja? Okay. Ah, geil. Sieht gut aus. Stark. Oh, schöner Fettgehalt. Wir gucken mal hier, den legt der Mann jetzt rauf für uns. Uiuiui. Das könnte sogar was werden hier, Jungs. Guck mal, vom Feeling hier ist auch ordentlich was los gerade. Guck mal, die haben wir gut vorbereitet, ey. Ich habe ihnen eben meinen Account gezeigt, die wollen ja immer YouTube-Account sehen, und ich sage euch ehrlich, wenn ich das dann immer höre, ist es so surreal. 405.000 Abonnenten, und dafür an euch nochmal so dickes Dankeschön, Leute, was wir alles durchgemacht haben. Am Anfang noch, so oft kriege ich eine Nachricht, ich war noch bei deiner Geschichte dabei. Für die, die es nicht wissen, ich habe 1,5 Jahre oder so meine Lebensgeschichte erzählt bei YouTube, bevor ich überhaupt zu Food gekommen bin. Und das waren wilde Zeiten, Leute. Vielleicht wird es irgendwann nochmal eine Folge geben. Geil, ne? Lammkopf, oh ja, lecker, lecker. Oh, oi, oi, oi. Das war aber nicht gewollt. Sieht gut aus, mein Lieber, sieht gut aus. Da ist mein Dürüm, ne? Ja. Macht ihr guten Dürüm? Ja, macht ihr selbst. Macht ihr selber. Selbst ja. Die Dürüm macht ihr selber? Ja, macht selbst, aber wir machen jetzt ein bisschen warm. Schwörst du, dass ihr selber macht? Ja, wir machen selbst. Stark. Ach, da im Ofen? Ja. Okay, heftig. Mein Lieber, kann ich auch eine Suppe haben? Ja. Welche würdest du empfehlen? Gibt es schöne Gulaschsuppe hier? Dann nehme ich eine Gulaschsuppe, ja. Oh ja, eine schöne Gulaschsuppe. Dann nehmen wir auch noch, Leute, mal was ganz anderes. Lammrippen. Das kommt jetzt auch noch auf den Grill. Und die schießt er uns gleich hinterher. Guck, die schneidet er jetzt schön. Die habe ich eben gesehen auf dem Teller. Die habe ich richtig angelacht. Und jetzt kommt der hier. Was er kann, ey. Und gleich Lammrippen noch. Ei, ei, ei. Also ganz ehrlich, der kann das. Mal was anderes ist ja so eine typische Würzung beim Adana. Dieses Paprikalastige. Auch die Paprika stückig drin. Dann auch eine Schärfe. Das hast du in vielen Adanas drin, aber dezent. Hier hast du es richtig intensiv, richtig in die Fresse. Und du musst sagen, ich wollte gerade schon wieder sagen, wenn du hier auf besoffen bist, brauchst du richtig Feuer. Das wird wohl nicht der Grund sein. Interessanter Style, Adana zu essen. Wirklich voll in die Fresse. Danke, mein Lieber. Brot, Aufbesserungsbedarf. Merkt man das? Er hat auch selber gesagt, müssen die warm machen. Machen die normalerweise frisch aus dem Ofen, und ich glaube, dann wäre das richtig Abriss. Geil aber mit der Gurke. Gurke kennt ihr selber auch im Döner. Versaut oft, aber in diesem Fall voll geiler Faktor. Gibt schön frische rein. Einen geilen Gegenspieler zu dieser herben, scharfen Würzung. Und dann Gurke hinterher, geil. Ich weiß nicht, ob ich mich hier hineinversetze, so mäßig, als wäre ich gerade im Vollsuff. Aber es schmeckt alles irgendwie. Es schmeckt alles, auch die Suppe. Todeszart. Ich dachte, ich werde heute so hart abgezogen. Und das schmeckt einfach alles gut. Schönes Fettstück, manche mögen das nicht. Manchmal haftet halt das Fett hier am Fleisch an. Ich liebe das. Suppenkonsistenz, Suppenbasis, also die Brühe. Nicht gut, nicht schlecht, würde ich sagen, aber Fleisch, todesgut. Thank you.
Das ist geiles Essen nebenbei. Wirklich jetzt, also diese Kombi auch mit Suppe, Brot, Adana Dürüm, wird dir safe reingehen und mir genau diese Kombi holen. Und manchmal ist es ja auch das, was den Feinschliff gibt. Der Flair, die Atmosphäre, die Situation dazu. Hier auf dem Kiez, irgendwie die Stimmung und alles. Und jetzt dieses Menü holt mich gut ab gerade. Happenformsalat, wahrscheinlich mit dem typischen Zitronen-Granatapfel-Mix. Ich liebe dieses Dressing. Die Zitrone und die Süße dazu, einfach geil. Ich liebe das von Türken. Schmeckt so geil gerade, Mann. Vernünftige Schärfe. Ja, Adana wird mich mal interessieren, den einfach so zu snacken. Also der Adana, ganz ehrlich, der könnte sogar gehackt sein. Ich muss immer wieder in den Videos sagen, es guckt ja nicht jeder alle Videos. Ein guter Adana, der beste Adana, kann nur gehackt sein. Das Mundgefühl entscheidet alles beim Adana. Das sieht man hier jetzt, wenn es auseinanderfällt. Das tut's nicht. Ja doch, also du kannst es auseinanderdrücken. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es eine gute Mundkonsistenz. Kurze Frage zu dem Adana. Ja, gerne. Wolft ihr den oder hacken? Hacken. Ja. Ah, ihr macht nicht durch einen Fleischwolf, sondern ihr hackt selber. Ja, den, ne? Selber. Ja, hat man gemerkt. Hat man gemerkt. Stark. Ja, sehr gerne. Lammrippen. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Lass ich mir schmecken. Das wär's erstmal. Dankeschön, mein Lieber. Danke, danke. Ich habe gerade die Rippen angefasst, dann so meinen Finger ein bisschen abgeschleckert. So harter Holzkohlecharakter, richtig geil, also richtig durchdringend. Ich glaube, das wird jetzt fetzen hier. Schön am Knochen. Oben, ihr seht das Fett richtig. Es ist ultra hart erhitzt, es ist richtig, es wirft richtig Blasen. Du merkst richtig das Verkohlte, du merkst das Holz, du merkst die Kohle, du merkst den Rauch, aber es ist ein bisschen zu doll. Das, was ihr seht, das Dunkle hier, das schwenkt ein bisschen über und nimmt ein bisschen Überhand, dieses Dunkle, Angekohlte. Aber Fettexplosion im Mund, du beißt rein und die Fettschicht zerplatzt, verteilt sich im Mund, ist schon geil. Feiner Reis, gut gekocht, wirklich, also. Mehr gegessen als gedacht, aber hier ist noch viel Platz. Wir gucken, was jetzt noch passiert. Meine zwei deutschen Brüder. Traurig, dass man das nicht mehr sagen darf, ohne danach ein schlechtes Gefühl zu haben. Das ist wirklich so, ne? Aber man muss es einfach sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Aber traurig, dass einem das Land manchmal das Gefühl gibt, dass man sowas nicht mehr sagen darf, muss ich sagen. Es fühlt sich komisch an, aber es ist so. Guck mal, ich sitze jetzt hier, ich schwöre es euch noch Minuten später und ich überlege, ob ich gerade irgendwas Falsches gesagt habe. Aber ich glaube, es war nichts bei. Und wisst ihr, was das Lustige ist? Unsere muslimischen Brüder und der Rest, denen ist alles scheißegal, die feiern das eher, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir so Nationalstolz zeigen. Und ich sag mal, wo man die Angst haben würde, dass die es wären, aber die sind es überhaupt nicht. Und die Deutschen auch nicht, höchstens die, die auf den Kopf gefallen sind. Also ich weiß, ihr Deutschen, ihr feiert das auch, wenn sowas läuft oder wenn sowas gesagt wird, aber irgendwo sind irgendwelche Leute, die kaputt im Kopf sind. Weshalb man sich irgendwie so Gedanken machen muss, das will ich damit sagen. So, jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter. Tschüss, mein Lieber. Ebenso, danke, tschüss. Ich will wissen, was ich von früher in Erinnerung habe, wo ich voll auf Suffkopf hier unterwegs war und dann habe ich irgendeine Pizza von irgendeinem Stand geholt. Dann waren da irgendwelche Frauen auch wieder, ich sag mal, die man, ich will immer nichts Falsches sagen, aber die man kaufen konnte. Haben sie mich ausgelacht und meinten so, oh, der kauft vom alten Mehmet die Pizza. Und haben sich alle kaputt gelacht. Und so eine Pizza suche ich. Ich will wissen, ob es sowas noch gibt oder ist das ausgestorben hier, weil es, keine Ahnung, selbst hier nicht gekauft wird. Wir gucken erst mal. Also was ich jetzt noch sehe, das gibt noch mal so einen anderen Drive-Ins-Video. Wir werden jetzt Fish and Chips essen. Ich überlege gerade, ich glaube, die Jungs holen wir wieder raus. Was hier, Jungs? Nein, das ist meine berühmte. Ehrlich, wer war noch heute? Bitte, natürlich. Milliarden-Mike haben bestimmt getroffen. Oh Milliarden-Mike? Ja, ja, normal. Ohne Witz, ich ist, liebe dich. Ist das, danke, Bruder. Ehrlich, ja, jetzt, danke, Bruder. Das ist lieb, ey. Machen wir Fotos. Ja, machen wir, geil, normal. Geil, das ist so geil. Danke, dir, danke, danke. Boah, ich glaube, jetzt wird's wild, Leute. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Vietnamesisch, die Küche auch. Oh, scheiße, ich hab hier scheiße. Seritis habe ich schon jetzt im Blut. Holst du raus, einmal Fisch und Chip? Ich versteck mich eben. Oh, Leonardo! Was ist hier los? Kannst du einmal Caro Kain grüßen? Ich grüße Caro Kain. Geil! Caro Kain! Okay, so, wir nehmen gleich nochmal den Laden hier auf. Jetzt wird hier Essen gefetzt. So, wir gehen jetzt mal weiter im Snacken, bevor wir jetzt noch länger zugequatscht werden. Oh, Leute. Boah.
Der ist aber, jetzt haben wir es geschafft, jetzt wurden wir abgezogen. Oh, scheiße, jetzt wurden wir wirklich abgezogen. Oh, jetzt müssen wir den Laden pixeln, ey. Wir wurden wirklich offiziell abgezogen, Leute. Ich schwöre auf meine Mutter, ich übertreibe nicht. Das kannst du nicht essen. In der Dönerbox kriege ich jetzt hier Fish and Chips. Das kannst du nicht fetzen, Leute, wirklich ekelhaft. Ich dachte mir, nachdem ich die Fish and Chips gegessen habe, ich bin auch Foodblogger, ja. Jetzt bist du live. Eben wolltest du aber nicht gefilmt werden. Ich musste leider im Nachhinein, weil ich würde das gern zeigen. Ich weiß ja nicht, war das jetzt irgendwie ein Zufall, war das kein Zufall. Selbst wenn nicht, ich kann keinen Laden hier, sag ich mal, beschuldigen oder ich kann keinen Laden f***en, auf Deutsch gesagt. Einfach, das kann ich nicht machen, deshalb muss ich das jetzt rauspixeln. Aber ich habe hier Fisch und Chips gegessen. Das ist ekelhaft, ich kann es gar nicht beschreiben. Der Fisch hat alt geschmeckt, hat irgendwie keine Ahnung. Ich möchte jetzt nicht sagen, so einen erdigen Touch. Dann habe ich die Pommes gegessen, wirklich eklig. Ist einfach, man kann es gar nicht beschreiben. Alt, eklig, altes Fett, alles widerlich. Ich habe selten, das ist eine Frechheit, wirklich. Das ist Vergiftung. Ich habe das Gefühl, wirklich, ich muss mich übergeben. Und ich sage das, wie oft habt ihr das von mir gehört? Ich würde jetzt hier nicht den Schauspieler machen. Das ist Hardcore-Verarsche. Hey, was geht? Futur. Widerlich, Leute. Oh, scheiße, ey. Wir machen hier jetzt noch einmal eine Runde. Gibt auf jeden Fall jetzt zum grünen Abschluss einen Döner. Wenn wir hier noch eine Pizza rausnecken können, wird es die auch noch geben. Aber das hier hat gerade alles was ich auf YouTube bisher gehabt habe. Also das ist die Nummer 1, das ekelhafteste Essen, was ich hier gegessen habe. Oh, eklig, ey. So, jetzt gibt's einen Döner hier. Wir sagen erstmal noch nicht, bei welchem Döner es ist. Da, wo wir gleich essen, nur weil wir vor irgendetwas stehen, heißt es nicht, dass wir da geholt haben. Ne? Nicht, dass ihr irgendwie denkt, also ich will einfach nichts, ich kann gar nicht mehr reden, Leute. Das hat mich kaputt gemacht gerade. Wir nehmen jetzt einfach einen Döner noch und gucken, ob wir nochmal abgezogen werden. Frag mich nicht, Brudi. Döner-Katastrophe. Eine der größten Städte und Döner-Katastrophe. Traurig, ey. Rico Mustafitic. Grüß dich, Rico Mustafitic. Geil, die. Die, mach's gut. Schönen Abend, ne? Ciao, 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 ciao. Ich bin immer noch so schockt, Leute. Der Döner wird jetzt noch reingehen, dann war's das, weil ich einfach Knockout bin. Es wird noch Probleme geben heute Nacht, ey, mit der Verdauung. Boah, ich hab auch langsam Tinnitus hier, ey. Das ist so laut. Oh, der hat übelst hingekotzt. Der kommt gar nicht klar, ey. Halt ihn fest. Gleich auf die Straße. Für euch eine Kleinigkeit zu Weihnachten will ich noch mal ein bisschen Liebe geben. Ich hau noch mal 200 Euro Gutschein an euch raus in den Kommentaren. Schreibt irgendwas rein und das wird an euch dann verlost. Viel Spaß bei dem Video. So, dann fährt sich jetzt. Also unter uns, der sieht wirklich überhaupt nicht gut aus, aber ich hoffe, der Geschmack wird was anderes sagen. Wenn man sich das anguckt, ist einfach so wie altes Fleisch. Also wir zeigen jetzt nicht, wo wir den Döner geholt haben. Da ist eigentlich was los. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade wirklich geschockt bin und mir irgendwie meine Fantasie einen Streich spielt, aber irgendwie kommt mir das alt rüber. Recht dick geschnittenes Fleisch. Übelst salzig, geschmacklich geht's, aber trotzdem noch einer der schlechtesten Döner, die ich in meinem Leben gegessen habe. Das muss man sagen. Aber so, dass ich sage, den kann man aufessen, das ist in Ordnung. Aber einen Döner nicht hinzukriegen, ist wie ein leeres Tor nicht treffen. Der ist wirklich nicht gut. Oben auch alles voll, unten nichts drin. Irgendwelche Geschmäcker auch, die ich gar nicht richtig deuten kann, einfach nicht gut. Aber wie gesagt, es ist noch irgendwo tragbar, gerade wenn man besoffen ist. Aber das wäre auch wieder so Kategorie Döner, wo ich sage, typisch Kiez. Ich möchte jetzt nicht sagen abgezogen, aber du hast besoffene Kunden, die merken das nicht. Aber das ist kein Produkt, was du einem Menschen bei klarem Verstand anbieten kannst. Leute, krass, was hier auf letztem Meter noch passiert ist. Also beim einen wurden wir abgezogen, das hier ist so hart an der Grenze. Küsst eure Herzen, das hat sehr, sehr Spaß gemacht, das Video. Ich bin fertig irgendwie mit den Nerven auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, lasst es mich wissen mit einem Daumen oben, wenn es der Fall war. Lasst einen Kommentar da zum Video und dann sage ich bis zum nächsten Mal.